Ja gut, mein Vater hat ja allen Kontakt abgebrochen zu vielen Menschen in seinem Umfeld, auch zu der ganzen alten Familie, also angefangen von meinem Bruder und mir, vor allen Dingen auch zu den Enkeln, die sehr darunter gelitten haben, dass ihr Großvater für sie nicht erreichbar war. Insofern will ich mich zu dieser Zeit nicht äußern. Ich kann nur meine tiefe Betroffenheit, meinen Trauer Ausdruck geben, dass er jetzt gestorben ist und dass das alles in dieser Weise passiert ist. Es waren auch eben Situationen, die ich jetzt im Moment nicht kommentieren möchte. Und ja, Sie sehen einen Menschen, der eben sehr traurig ist. Es ist schade, wenn man nicht in der Lage ist, die Dinge in diesem Leben zu regeln. Ich habe das versucht über verschiedene Kanäle, ohne großes Glück. Und jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt werde ich ans Grab meiner Mutter fahren. Das ist ja nicht weit von hier in Friesenheim. Und dort auch beten.